Hi Leute, ich bin Aventuria. Heute bin ich unterwegs in einer wunderschönen Winterlandschaft. Dementsprechend kalt ist es heute, um die minus 2 Grad. Das hält uns aber nicht davon ab, die Hidden Gallery zu besuchen. Die Hidden Gallery ist eine, wie der Name schon sagt, versteckte Kunstgalerie irgendwo dort oben im Wald. Also, wenn ihr gespannt seid, was es mit der Hidden Gallery auf sich hat, dann kommt mit. Lasst euch nicht täuschen, es geht hier saftig den Berg hoch. Hier ganz weit unten habe ich geparkt. Sieht man wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera. Ja, und bei den Temperaturen ist es ja fast doppelt so anstrengend, oder? Aber egal, ich lieb's. Ich lieb's. Und auch minus 2 Grad. Ah ja, tun mir jetzt nicht weh. Oh Freunde, und wir sind da. Ich erspähe schon etwas. Ja, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum heißt das Ding hier hinter mir Hidden Gallery? Das zeige ich euch jetzt mal. Boah, das sieht ja stark aus. Seht euch das mal an. Das sieht aus wie zwei Augen, oder? Herrlich, schön. Ja, die Hidden Gallery, also die versteckte Kunstgalerie im Prinzip. Hier haben sich etliche Künstler verewigt. Naja, mal schauen, also... Ich finde sowas ja mal ganz spannend. Schauen wir mal rein, oder? Oh, ist das düster hier. Geil. Oh, hier haben wir gleich mal ein Loch. Hier sind QR-Codes. Ihr könnt sie ja mal scannen. Aber hey, für die Links sind die Macher hier verantwortlich, nicht ich. Ich weiß nicht, wo ihr da landet. Oh, das Dach hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ah, hier oben noch so eine Holzlehe, so eine kleine. Ob hier wohl jemand mal gewohnt hat? Wahrscheinlich. Oder was heißt gewohnt? Wahrscheinlich war das hier einfach so ein kleines Feriendomizil oder Chill-Out-Domizil. Wer weiß. Okay, das kann ich jetzt nicht wirklich zeigen. Krasse Kunst. Das weinende Auge. Alles mit Rot überpinselt. Ja, nicht schlecht. Und hier geht's weiter. Ich lasse die Kunst jetzt einfach mal für sich sprechen. Ja, was macht denn so ein Platz aus? Warum sind solche Plätze, sogenannte Lost Places, so interessant? Also ich glaube, es ist einfach der Zauber und der Charme dieser Vergänglichkeit von diesem Alten. Das, was überdauert und vielleicht schon verschwunden ist, ja, ist wahrscheinlich dieser Mythos, der übrig bleibt und ein gewisser Spirit, den man immer wieder spürt an solchen Plätzen. Sehr schön. Hier an der Tür hat man auch noch mal hier ein bisschen was an Kunst. Ich weiß nicht, ob diese rote Farbe wirklich
zu dem Originalkunstwerk hier in diesem Rahmen gehört? Ich denke eher nicht. Aber nun gut, über Kunst lässt sich ja bekanntlich streiten. Ja, okay, ich schau rein. Sehr spannend, oder? Wie gefällt euch dieser Lost Place? Er ist klein und fein, finde ich. Sehr spannend, oder? Was hat man denn hier? It's a trap. Okay. Wirklich eine Falle? Nö. Hier mit einem kleinen Balkon sogar. Was geht denn? Damit man diese herrliche Aussicht genießen kann. Also das war wirklich mal ein schönes Hüttlein. Schade, dass man das so verkommen hat lassen. Aber andererseits hätten wir da nicht unseren Spaß daran. Was ich jetzt noch machen möchte, ich möchte dort hinten in diese kleine Luke schauen oder in dieses Loch. Und ich möchte die Kunstwerke hier zählen. Auf geht's! Schaut euch das mal an. Im Lichtschalter im Alten liegt ein Vogelei. Na, das wollen wir dort auch lassen, oder? So, und was geht denn hier unten ab? Was geht denn hier unten ab? Boah. Boah. Ah. Ach, scheiß Steine hier. Boah. Seht ihr was? Ich kann überhaupt nichts erkennen. Es riecht aber richtig... Boah, moderig, aber so richtig. So, die Kunstwerke habe ich gezählt. Die findet ihr in Form von schönen Fotos am Ende dieses Videos. Also wenn ihr Lust habt, alle Kunstwerke nochmal nacheinander zu sehen, bleibt bis zum Ende dran. So, wir haben hier drin alles gesehen. Wunderbar. Mich würde es aber interessieren, ob es da noch irgendwie nach unten geht. Denn die Luke da drin, oder dieses Loch da drin, da habt ihr ja gesehen, ist noch genug Platz unten drunter. Ja, und hier ist so ein morsches Holz. Vielleicht ist das die Klappe nach unten. Oh, das ist aber nicht zu bewegen hier. Nee, das ist nicht zu bewegen. Somit gibt es wohl wirklich noch einen geheimen Raum in dieser versteckten Kunstgalerie. Oh ja, ich habe noch was entdeckt, Leute. Hier ist der alte Farbeimer, wahrscheinlich. Das ist wohl des Künstlers Farbeimer, mit dem die ganze Farbe hier angebracht wurde. Und dort oben sehen wir noch eine Luke. Mal schauen, ob wir da hier durchs Dickicht kommen. Ich muss mich hier nur beeilen. Es ist hier direkt an dem Weg, wo viele Wanderer und Spaziergänger unterwegs sind. Ach, und hier ist es sogar noch beschrieben oder betitelt. Hidden Gallery. Hier sind wieder Dornen ohne Ende. Alter Schwede. Hier sieht man diese alte Luke, oder? Ach, da ist noch so eine Zwischenwand ganz hinten. Und hier haben wir dann auch noch ein bisschen Schutt. Ja. Wir haben hier unterhalb der Mauer noch was. So eine Art, was ist das? Bewässerungsrohr oder was?
ihr seht es wahrscheinlich gerade besser. Was haben wir denn hier? So, das war's. Jetzt haben wir wirklich alles gesehen. Unfassbar. So ein kleines Häuschen, aber so ein großes Abenteuer. Das liebe ich. Mann. Ja Leute, was haltet ihr von diesem Lost Place? Klein, aber fein, oder? Und wir sind jetzt am Ende unserer Tour. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, lasst ein Like und ein Abo da, darüber würde ich mich mega freuen. Und seid das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn es heißt, der Abenteuer zieht ins Abenteuer. Macht's gut. Ciao.